Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lanfashida für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und in dieser wollen wir ja ein bisschen Gold raushauen und dazu habe ich schon mal ein bisschen das Auktionshaus gescannt. Wir sind hier einmal auf Thrall und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Hier haben wir einmal die Schärpe des Unerlösten. Und ihr seht, die habe ich bereits gesammelt, aber das ist nicht so ganz richtig. Das Problem ist, damals gab es verschiedene Itemstufen und das buggt hier leider im Addon ein bisschen rum. Deswegen müssen wir jetzt einmal reingehen, nach Alternativen suchen. Und ihr seht, vorher stand da gerade NHC dran, jetzt steht hier immer noch NHC dran. Wenn ich jetzt aber draufklicke, dann ist es hier die HC-Variante und die will ich tatsächlich haben. Die kostet 35k. Das Gold habe ich mir schon einmal rüber gehandelt und ja, ihr habt richtig gehört, gehandelt. Mittlerweile kann man sich ja quasi Gold handeln. Blizzard hat jetzt hingekriegt, das Feature aus Patch 10.1.5 so rum freizuschalten und dementsprechend ist es jetzt quasi auch möglich, dass wir uns Gold von Server zu Server handeln, was relativ entspannt ist. Ja, auch die Items können wir jetzt hin und her handeln. Jetzt muss ich mal gucken, machen wir hier mal kurz den Sound an. Weil ich will ja auch den Sound dann haben vom Lernen. Und das Schöne ist, das Item ist ja ein Stoff-Item, heißt, das muss ich mit dem Stoff-Char lernen. Hier haben wir meinen Hexer, der ist jetzt auf Antonidas, also auf einem anderen Server. Und das können wir jetzt einfach nehmen und quasi zu dem rüberhandeln und ich kann es mit dem lernen. Heißt, ich erspare mir jetzt diesen ganzen Kack mit dem Test-Chars erstellen, Gold übers Auktionshaus irgendwie hin und her zu basteln. Das ist jetzt viel entspannter und ja, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal. Und dann tragen wir das natürlich auch noch in die Liste ein. Also das ist jetzt hier die HC-Version. Und ja, wir haben jetzt einmal eine blanke Liste, wie ihr seht. Und da tragen wir jetzt 35k ein. Und das war aus TOS HC. War ein guter Schnapper. Ich habe es auch geguckt. Komplett EU-weit war quasi keine günstigere drin. So, dann können wir die hier auch rausschmeißen und ihr seht, hier das letzte Item aus TOS. Ich brauche es auch noch im LFR, aber zumindest HC ist auch raus und ja, sollte ich jetzt die LFR-Version hier auch noch kriegen, dann wäre ich mit Legion auch komplett fertig. Also das wäre dann das letzte Legion-Item und mal gucken, vielleicht läuft es ja die nächsten Tage. Jetzt soll es ja einfacher sein, auf allen möglichen Servern quasi das Zeug zu bekommen. So, Udala, als nächstes bin ich jetzt auf Blackhand. Und seht ihr, was wir da haben? Da haben wir die andere Schärpe, aber die ist hier für 89.000 drin. Da werde ich nicht zuschlagen, aber bei einem teureren Item, und zwar den unverwüstlichen Stiefeln. Das ist nämlich ein Removedes und ja, tatsächlich würde ich mir das kaufen wollen. Hab mir jetzt auch gerade schon von meinem Main, seht ihr, da drüben steht da, das Gold rüber gehandelt. Ach, das ist so schön, wie einfach das ist. Ich hoffe, das läuft jetzt weiter und backt nicht wieder rum. Also das Gold habe ich mir rüber gehandelt. Jetzt kann ich die quasi einmal hier kaufen. Dann holen wir die einmal raus. Ich kann euch übrigens auch zeigen, dass 200k ist jetzt viel für so ein paar alte Stiefel. Aber das ist tatsächlich das günstigste auf komplett EU. Ne? Ich habe es hier mal sortiert. Auf fast allen Servern ist es natürlich nicht drin. Und hier seht ihr, also da sind die 2021 das letzte Mal drin gewesen. Hier für, 199.000, knappe 200k, ist es einmal drin und das nächstbeste ist hier auf Archendorn für 400k sind ein paar drin und dann gehen wir hier schon auf 3 Millionen. Wie viel sind der EU-weit drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die gibt es 6 Mal EU-weit, jetzt nur noch 5 Mal. Ja, also deswegen sind so Sachen teuer und für so ein Item sind 200k dann tatsächlich ein Schnapper. Gut. Jetzt hätte ich es fast auf dem DK gelernt. Wir wollen es jetzt aber hier auf den Druid rüber handeln. Dann können wir den gleich mal rüber switchen. So, da haben wir die Schuhe. Ich muss so aufpassen. Ich sag's mal so, ich habe das ein oder andere schon mal verkackt, dass ich halt auf der falschen Rüstungsklasse so ein seltenes Item gelernt habe. Die waren zwar bis jetzt dann nicht ganz 200k, aber halt teilweise auch schon 100k. Und das ist dann saubitter, wenn dann man davon gar kein Thema kriegt. Also, das können wir einmal lernen. Druid. Verkaufen wir es gleich, dass ich nicht versehentlich anfange, das anzuziehen und mein richtiges Gear zu verkaufen. Auch das ist mir leider schon passiert. Und achso, ich muss die noch in die Liste mit eintragen. Halt, stopp, tun wir sie nochmal zurückkaufen. Also, das tun wir da eintragen. Und dann tun wir jetzt mal hier den Betrag noch mit rein. Dann schauen wir mal, wo die da einmal sind in meiner Liste.
Da unten haben wir sie. Ein removedes, das fliegt natürlich dann auch raus. Und ja, dann ist es wieder ein removedes weniger. Da habe ich zwar noch einige Items, aber ja, so nach und nach, denke ich mal, kriege ich das Zeug fertig. Juti, dann schauen wir mal weiter. Udala, ich bin mal wieder weitergelockt und zwar sind wir jetzt auf Egwin und hier habe ich ein removedes Item gefunden, die Feuerzwirnarmschienen. Die konnte man damals zu Cutter craften, also eigentlich ein relativ günstiges Item, aber die sind danach blöderweise rausgeflogen, weil es dann immer andere Versionen von dem Craft-Item gab. Und ja, hier ist es drin. Ihr seht, insgesamt nur 15 Items sind hier overall auf Egwin, also da ist relativ wenig. Ich kann nicht mal hoch und runter scrollen. Und das ist hier drin für 133.000. Auch da habe ich nachgeguckt, ne, ob ich es irgendwo anders günstiger kriege. Und ja, das sind einmal hier diese Feuerzwirnarmschienen. Und das günstigste ist tatsächlich hier. Da ist eins drin, 133.000. Und sonst haben wir es, wie haben wir es nochmal drin? Hier haben wir es für 3 Millionen drin. Nochmal 3 Millionen. Cap. Also das ist insgesamt 5-mal drin. Wenn man es jetzt im Verhältnis zu den anderen Dingern nimmt, ist es günstig, also kaufen wir uns das raus. Und ja, diesmal kann ich es hier nicht direkt lernen. Ich kann es trotzdem meinem Druid geben, auf Blackmore habe ich mehr Chars, mit denen ich es dann quasi lernen kann. Also handeln wir auch das einmal rüber. Und dann schicke ich das einmal weiter, beziehungsweise vorher speichern wir es uns natürlich noch ein. Und ja, das kriegt mein Hexer, hätte ich gesagt. Oder mein Magier, da muss ich nachher eh noch was aus dem Postkasten nehmen. Moment, ich muss mal gucken, ich habe meine ganzen Chars umbenennen müssen. Ah ja, gut, okay. Ja, das ist jetzt im falschen Schick, das wäre jetzt leicht belastend gewesen. Ich habe die ja alle hier auf Blackmore getranzt, um alle Berufschars auf demselben Server zu haben. Und damit verbunden musste ich halt die ein bisschen umbenennen, ne? Weil es teilweise die Namen dann schon gab und ja. Gut, also da haben wir sie, auch wieder ein removedes Item, das fliegt einmal raus. Und ihr seht, von diesen Feuerglut-Items gibt es einige. Und ja, da bin ich so nach und nach dran. Dasselbige ist auch bei diesem blutigen irgendwas. Das sind auch sehr viele Craft-Items. Also die meisten von diesen removeden Items sind tatsächlich hier diese Craft-Sachen, ne, wie ihr seht. Und ja, manche findet man noch, manche gibt es gar nicht mehr auf der kompletten EU. Und das, was ich krieg, ne, das hole ich mir natürlich. Juti, was war das jetzt? Das waren jetzt 133.000 für das Craft-Item. Dann sind wir jetzt mittlerweile bei 367 und ja, mal gucken, was ich noch so finde. Als nächstes sind wir jetzt einmal auf Kazak und da habe ich auch wieder zwei nette Sachen gefunden. Einmal haben wir hier die Schulterstücke der möglichen Nachleben. Das ist ein Platten-Item aus dem Mausoleum Normal. Hier für 400.000. Und selbstverständlich habe ich da auch wieder nachgeguckt und gesehen, das ist tatsächlich auch wieder das günstigste. Hier EU-weit auf Kazak sind 3 Stück drin. Und dann sind ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich viele andere drin. Es sind vielleicht insgesamt 10 Stück ganz EU-weit. Für ein Item, das nicht removed ist, ist das schon sehr wenig, muss ich sagen. Und ja, die kaufen wir uns einmal für 40.000. Da kriege ich vielleicht sogar noch ein zweites Thema raus, weil ich die in den Katalysator packen kann. Genau. Und das andere, was ich mir noch kaufen wollte, ist nicht der Schädel, das ist nämlich ein Crafted-Item. Da fehlt mir ja noch das Rezept und das muss ich auch mal noch nachschauen. Vielleicht ist das eventuell hier auch drin, aber das gucken wir jetzt gleich. Jetzt schauen wir erstmal noch wegen dem Umhang hier. Und zwar, auch den habe ich einmal nachgeguckt und der Umhang ist hier auf Karasan einmal drin. Und auf Kazak. Ich bin jetzt gerade schon auf Kazak. Auf Karasan habe ich mir noch keinen Char erstellt. Könnte ich mir jetzt erstellen. Aber, also es ist ein Silber, ist es günstiger auf Karasan. Also, komm, scheiß drauf. Bis ich mir da jetzt einen neuen Char erstellt habe und, ne, alles hin und her gebastelt habe. Den einen Silber zahle ich gehen mehr. So, kaufen wir uns das auch. Das ist auch ein removedes Item. Halt, warte mal. Ihr seht, irgendwie leckt es hier gerade ein bisschen. Keine Ahnung, an was das liegt. Mein Geldgeber steht hier schon nebendran. Jetzt muss ich das bloß aus dem Postkasten rausnehmen. Dann können wir das direkt rüber handeln und mit dem verwurschtel ich das dann dementsprechend weiter. Also ich muss echt sagen, es ist wesentlich angenehmer jetzt, ne? Sonst muss ich immer eine Stunde warten, bis ich das Gold habe, mit dem rüberhandeln und hin und her. Das geht jetzt alles so viel schneller einfach. Mit dem, dass ich hier dementsprechend einfach die Sachen handeln kann, das Gold handeln kann, muss nicht mit den Testchars mehr schauen. Also ist eine angenehme Angelegenheit. So, jetzt haben wir die Geschichten. Dann lernen wir gleich mal den Umhang hier.
Und den tragen wir dann gleich mal in die Liste ein. Jetzt schauen wir kurz, dass ich euch die einmal herrufe. Also hier haben wir das, dafür haben wir 200k gezahlt. Und das schmeißen wir selbstverständlich auch noch aus meiner T-Mog-Liste raus, dass wir das auf Paletti haben. Genau, hier ist es. Übrigens, ich habe auch eine online verlinkt. Die ist, glaube ich, unterm Stream habe ich die verlinkt. Die Liste, also ich quasi, das ist mein Backup, was ich auf dem PC gespeichert habe. Und dann habe ich eine online, die ihr auch einsehen könnt. Falls ihr ein Item habt, das ich vielleicht noch brauche, ne, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann wird man sich bestimmt einig. Jetzt muss ich mal gucken, welches WoW das ist. Ah, das hier. Genau, also das haben wir gelernt. Und das andere Item, das hat ja jetzt knappe 40k gekostet. Das schicke ich mal einen von meinen Twinks. Ich muss mal gucken, mit wem ich da noch ein Set-T-Mog kriegen kann. Also ich kann es ja mit dem DK-Parler oder Worry lernen. Ich schicke es mal auf meinen Worry und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein zusätzliches Teil mit rausholen können. Aber das muss ich mal schauen. Also ja, gut, das tragen wir jetzt aber auch noch ein. Also hier, das waren 40k knapp. Jetzt haben wir es mal grob aufgerundet. Und dann können wir auch hier einmal danach suchen. Das war, glaube ich, das Normal-Teil. Ah, damit habe ich alle Schwierigkeitsgrade von dem Item zumindest. Und dann fliegt hier wieder was raus. Ja, ein paar brauche ich jetzt hier noch im Mausoleum, ein paar im Sylvanas Raid, ein bisschen was in Nasria. Da sind es aber hauptsächlich die Mythic-Teile, ne? Aber gut, so nach und nach wird es weniger. Juti, seht ihr, jetzt geht eigentlich schon die kompletten Items von Classic bis einschließlich Dragonflight auf eine Seite drauf. Hier unten ist dann noch Fishing und dann sind noch so Sachen wie weiße Items, weiße, graue, beziehungsweise ein paar Word Drops, ne, sind da auch noch dabei. Aber das ist dann, beziehungsweise, was haben wir da noch? Das sind ja aus diesen komischen Kisten, ne, aus den Plünderkisten und so ist der Stuff noch. Aber so die normalen Sachen gehen jetzt schon auf eine Seite, wird langsam. So, Udala, ich habe das Teil jetzt einmal auf mein Worry geschickt, habe auch nachgeguckt. Von dem Normal-Set, also das ist ja ein Normal-Teil, schauen wir nochmal genau, habe ich die Schultern noch nicht. Heißt, ich kann das jetzt einmal anlegen, krieg ein T-Mog und dann müsste ich, das Ding habe ich schon, das ist was Aktuelles, dann müsste ich das einlegen können und krieg nochmal einen T-Mog, weil ich es umwandeln kann. Warte mal, kostet das jetzt gar nichts mehr? Es hat doch früher den Flux gekostet, braucht man den jetzt gar nicht mehr? Ich glaube, ich hätte auch den Katalysator in Dings nehmen können, oder? In Dragonflight. Ich bin jetzt, glaube ich, hier komplett umsonst hergeflogen, merke ich gerade. Aber ich habe eh den Port hier für die Instanz, ne? Gut. Hätte ich mir sparen können, aber zumindest haben wir zwei T-Mogs. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, Udala. Als nächstes bin ich jetzt auf dem Server Dark Moon Fair. Auch wieder ein Englischer. Und hier habe ich ein paar Sachen gefunden, die interessant sind. Für die 200k-Grenze hätten wir jetzt diese beiden hier. Einmal den Splitterdolch und einmal die Bergbauschaufel eines Kobolds. Ich habe beide wieder nachgeguckt. Und zwar der Splitterdolch. Da sind wir tatsächlich, seht ihr hier, da steht jetzt ein anderer Server, ne, irgendwas mit Legion drin, aber das ist anscheinend ein Connecteder. Aber da sind wir definitiv am günstigsten. Das nächste wäre schon bei 300k und... Achso, das sind nur zwei. Ah, da gibt es nur zwei EU-weit. Also, da muss ich echt gucken, dass ich mir das kaufe, weil das andere ist halt auf 300k und dann gibt es EU-weit kein anderes mehr. Heißt, den Dolch würde ich mir auf jeden Fall holen. Und das andere, die Bergbauschaufel, da gibt es auch nicht so viele EU-weit. Vielleicht so 8, 9 oder so rum. Aber da gäbe es noch eine günstigere. Und zwar hier auf Uldaman ist eine drin für 65.000. Heißt, die Bergbauschaufel, die werde ich mir da jetzt nicht für 200k kaufen, sondern wir holen uns nur den Dolch für 179,100, ne? Also den kaufen wir uns schon mal. Und das kann ich sogar mit dem Loadchar direkt lernen. Seht, den Sponsor-Char haben wir nebenbei dran stehen. Also das lernen wir. Dann tragen wir es noch in die Liste ein. Ich denke mir, das runden wir mal ab, oder? Sonst runde ich immer auf, aber das war jetzt nicht... viel 179 waren das jetzt einmal und dann tragen wir das removed Teil auch noch aus. Und schauen wir mal. Hoi, habe ich den gar nicht in meiner Liste drin. Tatsächlich, guck mal an. Ja, manche removed Sachen sind tatsächlich nicht in meiner Liste. Interessant. Das hatte ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Eigentlich habe ich die ziemlich gut geführt, ne?
Also, ne, alles kriegst du nie rein, vor allem bei den roofed Sachen, weil wenn die nirgends mal sind, kriege ich die Daten halt nicht. Aber anscheinend hatte ich den nicht auf dem Schirm und ja, haben wir da wieder eins mehr. Wir können noch gucken. Naja, sonderlich gut sieht der nicht aus, ne, ist halt so ein Uralteil. Und dann würde ich sagen, schaue ich jetzt mal noch auf den anderen Server, ob wir das kaufen können, beziehungsweise den einen oder anderen habe ich ja noch, den ich ein bisschen durchscannen will. Dann sind wir jetzt weitergelockt auf Silbermond und hier habe ich ein Item gefunden und zwar diesen Zauberstab, Blutholz-Zauberstab der Schnelligkeit. Und komischerweise habe ich den nicht gefunden, einmal im Undermine Exchange. Es liegt wahrscheinlich dran, weil dieses der Schnelligkeit, weil ich das mit eingegeben habe. Das habe ich jetzt gerade mal rausgenommen und jetzt gucke ich mal, ob ich es dann suchen kann, ob das das günstigste ist. Tatsächlich, aber das ist gar nicht, also eigentlich der günstigste, sagt es mir jetzt gerade, machen wir es mal hier im Vollbild, wäre jetzt hier bei 300k, also den sieht er jetzt gar nicht hier auf dem Server, aber das ist wahrscheinlich eine Item-Level-Angelegenheit, weil hier hat er nur das Item-Level 30 und welcher hat, was für ein, doch, das hat auch 30, das ist komisch, vielleicht wurde der gerade erst eingestellt, wisst ihr, was ich meine, aber den kaufen wir uns auch, ist ein removedes Item. Und dann gucken wir mal, oder warte mal, ich könnte auch gleich hier einen Postkasten aufstellen für den minimalen Aufwand. Kann ich nämlich das gleich wieder dem anderen Char hier rüber traden und der kann das dann weiter verschicken. Ne? Auf Erida habe ich auch jede Klasse einmal, das ist das Angenehme und kann dementsprechend das zu irgendeinem Caster schicken, dass der das lernen kann. So, das machen wir jetzt auch schon mal. Also, dann schicken wir das, nee, reloggen will ich jetzt nicht, ziehen wir es mal runter. Schicken wir das mal zu einem von meinen Castern. Ich habe ja mittlerweile, zum Hexer, oder? Ich habe ja mittlerweile auch wieder meine ganzen Addons an und dementsprechend alle Chars einmal durchgescannt. Das war jetzt gestern so eine Endlosaktion, ganzen Tag nichts anderes gemacht, das durchzuloggen und Gold zusammenzuschicken. Und ja, jetzt sollte das wieder ein bisschen angenehmer gehen. Also wir gehen auf den Hexer. Und nebenbei können wir das schon mal eintragen. Also, hier haben wir das. Das waren jetzt 150. Und wo haben wir es? Schauen wir mal, ob der hier drin ist in meiner Liste oder ob ich den auch nicht drin habe. Den habe ich. Ah, nee, ich habe. Das war versehentlich der Bauplan. Ups. Ups, ich habe noch den Bauplan. Den muss ich mir auch noch kaufen. Das war jetzt das falsche Item. Moment, das war der Zauberstab. Dann habe ich das jetzt hier noch in der. Blutholz-Zauberstab. Da haben wir einen. Den muss ich hier eintragen. So, dass wir nichts Falsches machen. Und hier muss ich den auch suchen. Ah, seht ihr, den haben wir doch da drin. Jetzt nicht, dass das vorher bei dem Dolch, dass ich den gleichen Mist gebaut habe, dass ich das noch in der Zwischenablage habe, weil ich habe auf ein paar Servern nach dem letzten Rezept, was mir fehlt, noch gesucht, ne? Und das aber leider nirgends gefunden. Ne, okay, den Dolch, da hat das gepasst. Der war wirklich nicht drin, ne? Also das scheint zu passen. Gut, das müssen wir mal gucken. Ne, da ist immer noch ein Ladescreen. Gut, dann skippen wir das schnell. So, da jetzt aber. Dann können wir ihn jetzt hier einmal rausholen, den Zauberstab. Was haben wir gelernt? Wunderbarst. Dann würde ich sagen, gucken wir mal schnell, was aktuell der Zwischenstand ist. Gut, wir sind jetzt schon bei 936.000. Gut, es waren jetzt einige teure Removed-Items, ne? Aber irgendwann muss ich mir die eh mal besorgen. Ja, dann können wir jetzt noch ein, zwei kleine Sachen besorgen und dann sind wir, denke ich mal, wieder durch für heute. Als nächstes sind wir jetzt auf Twisting Nether und, oder Twisting Nether, wenn wir es schön deutsch aussprechen. Und da haben wir die abgenutzte Streitaxt. Ich habe auch nachgeguckt, das ist tatsächlich EU-weit auch die günstigste. Und die kostet hier 147.777. Ich kaufe mir die jetzt einmal. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die direkt lernen kann. Da hatte ich noch eine Marke verkauft gehabt. Ah, kriegen wir sogar noch ein bisschen Gold rein. Sehr schön, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gut, die kann ich auch direkt mit dem lernen. Wunderbar. Und dann können wir die auch gleich einmal aus der Liste raushauen. Alter, das ist noch der Dolch. Moment. Moment. Wo haben wir es? Ne, das ist der falsche Char. Hier. Gleich mal kopieren, dass wir nichts Falsches eintragen.
So, einmal in die Liste. Dolch raus. Das haben wir gesagt, 148 aufgerundet. Und dann suchen wir die natürlich hier auch nochmal raus. Essen die auch raus? Ah, das ist eine von den removeden Weißen. Da sind es nicht so viele Items, ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Also 10 removede weiße Teile, von denen ich aktuell weiß. Und quasi, ja, dann gibt es hier noch ein paar, die nicht removed sind. Das sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noch. Das sind 10 quasi, ja. Also viele weiße Sachen sind es nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass es noch ein paar Sachen gibt, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber ich denke mir, die meisten habe ich in der Liste drin. Gut, dann gucken wir mal, was es noch so gibt. Dann bin ich jetzt als nächstes auf Ulderman. Das ist ein französischer Server. Ich habe da jetzt eine Weile suchen müssen, weil ich nicht gefunden hatte. Bei den Deutschen nicht, bei den Englischen nicht. Ich dachte, wo ist denn der? Dann gesehen, französischer Server. Die 65k, die das hier kostet, habe ich mir schon einmal rüber getradet. Und das kaufen wir uns jetzt einmal. Und ja, war eine gute Entscheidung, das nochmal nachzugucken. Ne? Ich schaue ja alle Items einmal noch nach, wie sie im EU-weiten Vergleich sind. Und dann sieht man halt oft mal, okay, ah, das ist da deutlich günstiger. Auf dem anderen Server war es, glaube ich, für 200k drin. Also da haben wir uns jetzt einiges gespart in derlei Hinsicht. Das lernen wir natürlich gleich wieder. Und dann hätte ich gesagt, tragen wir es einmal noch mit in die Liste ein. Ah, da haben wir es. Also das waren jetzt 65.000. Und hier schmeißen wir es natürlich auch wieder raus. Ist auch nicht drin? Wait. Vielleicht heißt das ein bisschen anders. Okay. Hatte ich anscheinend auch nicht in der Liste drin. Interessant. Sagt er vorher noch, die meisten Sachen hat er drin. Hä, hat das irgendwie Aufladungen? Weil da steht eine 3 drauf. Seht ihr das? Wie ob es 3 Aufladungen hätte. Aber das ist wahrscheinlich einfach die Item-Stufe, die 3. Weird. Ach, das sind wahrscheinlich verschiedene Add-ons. Ich habe bei dem jetzt alle Add-ons an. Das, wahrscheinlich ist das deswegen so. Ja gut, komisch auf jeden Fall. Aber okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Als nächstes sind wir jetzt auf Tyrant's Mill. Und da habe ich noch was gefunden. Und zwar Sorgendunkelkristall. Und der ist hier drin für 150k. Der heißt jetzt des Feuersturms. Da habe ich gar keinen gefunden, der des Feuersturms heißt. Aber einen, der, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, wie hieß der? Ich meine der Harmonie oder so. Und die waren bei 400-500k. Jetzt vermute ich mal, dass das dieselbe ID ist, bloß halt mit einem anderen Namen. Ne? Aber ja, heißt, einen günstigeren konnte ich nicht ausspähen. Dementsprechend kaufen wir uns den jetzt hier einmal. Und auch den, warte mal, das ist eine Schildhand. Die könnte ich wahrscheinlich mit meinem anderen Char direkt lernen. Gerne mal hin und her locken. Jetzt gehen wir hier rüber. So. Gut, dann tragen wir den auch noch in die Liste mit ein. Dann muss ich mal nach meinem Rezept quasi eine Ausschau halten. Ne? Das will ich ja auch noch kaufen. 50 war das. Na, jetzt sind wir schon über dem, was ich eigentlich ausgeben wollte, drüber. Aber gut, so ist das manchmal. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Teil finden. Ich sag euch, das finden wir nicht und ich muss das Feuersturms rauslöschen. Ja. Schauen wir mal, wenn ich das rausnehme. Und jetzt findet? Findet ihn auch nicht. Okay, also die Aussage von vorhin ist jetzt spätestens komplett den Bach hinuntergegangen, dass ich die ganzen Sachen in der Liste habe. So viel dazu. Das war auch nicht in der Liste drin. Gut. Aber er sagt mir hier, Marktwert sind 900.000, Minimum sofort 500k. Ich denke mal, da haben wir nicht so viel falsch gemacht mit 150k. Okay, dann schaue ich mal, ob ich nur irgendwo das Rezept günstig kriege. So, dann bin ich weiter geswitcht jetzt zu einem Allianz-Chart, denn ich brauche ein Rezept. Und das letzte, was mir insgesamt fehlt, irgendwas mit Schädel heißt das. Und zwar Ulter Bauplan Schädelsteinknüttel oder irgendwie so. Das kaufen wir uns mal. Das ist auch das günstigste komplett EU-weit. Und dann packen wir mal das Ding hier aus. Die Stanzpfeife, das war jetzt auf Blackmoor ewig nicht drin. Richtig blöd.
einmal traden zu meinem Main. So, ich kann es euch auch mal kurz zeigen, von was ich rede. Also ihr seht, hier, ne, das ist das letzte Rezept, was mir fehlt. Ich habe quasi nur die Not Collected drin, alle Berufe. Und dann habe ich wieder alle Rezepte, die es im Spiel aktuell gibt. Bin ja aktuell noch Platz 1 weltweit. Und dann habe ich halt quasi dann alle Tutti Completti fertig. Genau. Deswegen jetzt das Rezept hier noch. Das können wir einmal... Ach, das ist ein Ingi-Rezept, richtig. Das muss ich auf meinen Ingi-Char schicken. RIP. Da werden wir uns das dann auch noch herstellen, weil das T-Mog brauche ich auch. Und ja, deswegen habe ich das auch jetzt nicht gekauft gehabt, weil es ja gar keinen Sinn gemacht hat. Ich muss es mir ja eh selber oder kann es mir dann eh selber craften, weil ich das Rezept habe. Da brauche ich es nicht immer kaufen, dann kriegen wir es natürlich so wesentlich günstiger. Gut, dann logge ich jetzt noch mal ein Ingi um. So, dala, ich habe das Rezept schon einmal gelernt. Wo haben wir es? Da war es gerade. Die anderen Rezepte, die kann ich mit meinem anderen Ingi übrigens. Nein, ich will nicht in eine Gilde. Warum geht er jetzt immer wieder hoch? Ich will das hier einmal craften. Und zwar habe ich mir jetzt die Mats auch schon gekauft fürs dreimal craften. Hat mich jetzt 1500 gekostet. Heißt einmal craften 500. Was hatten wir gesagt? 25.500 waren das. Pi mal Daumen, ne, für das Rezept. Heißt plus einmal craften sind 26k. Ganz grob. Das würde ich jetzt nur eintragen. Hier 26k. Das habe ich sicher nicht in der Liste hinten, also das müssen wir auch nicht rausschmeißen. Und dann würde ich sagen, lernen wir es natürlich einmal, das Teil. Aus. Ach, schau mal, das ist quasi so ein Totenschädel hier hinten dran. Ah, okay, ja, nicht schlecht. Okay. Heißt, einmal habe ich es jetzt selber gelernt, die anderen schicke ich zum Main und verkaufen wir. Das habe ich jetzt für 500 Gold hergestellt, im AHA ist es halt für, ja, 100k, ne? Deswegen wisst ihr jetzt, warum ich es mir ganz sicher nicht im AHA auf den anderen Servern gekauft habe, weil auch da waren es überteuert, ne? Wenn es für 500 craften kannst, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Gut, dann sind wir für diesmal, denke ich mal, durch. Was habe ich jetzt overall ausgegeben? 1.325.000, also doch ein ganz gutes Sümmchen. Juti, das war's mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.